Hallöchen, liebe Freunde, und willkommen zu einer neuen Folge von Rebel Galaxy. Und ich bin gerade überlegen, wo ich hinfliegen soll. Gibt hier so ein paar verschiedene Stationen, die man sich mal anschauen könnte. Und ich werde jetzt vor allem als erstes mal kurz gucken, was für Sachen ich im Laderaum dabei habe. Data Cubes, oder also Sachen, die viel wert sind. Data Cubes, Robots, Gold und Whisky. Data, Robot, Gold, Whisky. Und da gucke ich jetzt mir mal die Marktdaten an, hier unten rechts unten in dem Fensterchen. Kann man das erkennen, also wenn man Daten dafür hat. Und ich muss halt gucken, dass ich idealerweise mehr Geld dafür bekomme, als der durchschnittliche Markt gerade bietet. Aber momentan sieht es echt nicht gut aus. Oh, warte mal, hier kann ich die Data Cubes verhökern. Da war grün, das ist gut. Ja, da fliege ich jetzt mal hin. Da kriege ich mehrere tausend für, das ist doch nicht schlecht. Ist auch nicht so weit. Weil ich muss jetzt anfangen. Ich muss jetzt anfangen, ein bisschen Geld zu verdienen, weil ich brauche unbedingt ein größeres Schiff, um mit ruhigem Gewissen auch mal schwere Missionen durchführen zu können. Wenn ich halt immer nur auf den Sack krieg, bin ich mir nicht so sicher, ob das so sinnvoll ist. Warte mal, was ist hier los? Okay, die fangen direkt an, auf uns zu ballern. Warte mal, ich will mal wissen, was das da hinten für ein Zeichen ist. Dieses Schwert da, dieses weiße Schwert. Was ist das? Was kann man da machen? Kann man das kapern? Nein, der fängt einfach nur auf uns zu schießen. Nee. Oder? Nein, das ist ein Zerstörer. Wahrscheinlich hat er deswegen ein Schwert. Autsch. Okay, es war eine Schnapsidee. Sagen wir es mal so. Aber durch meine neuen Booster, durch meine verbesserten Booster, habe ich überhaupt kein Problem, hier großartig wegzukommen. Bla bla, ihr seid langweilig und ich warpe mich sowieso raus. Und tschüss. Hihi. Okay, jetzt weiß ich auch, was das Schwert heißt. Also Schwert ist nicht gut für uns, glaube ich. War zumindest gerade so den Eindruck gemacht, als wäre ein Schwert nicht gut für uns. War einfach ein böser Zerstörer. So, da sind wir schon bei der Station. Ach, das ist Rust City einfach wieder. Ja, das ist praktisch. Hier kennen wir uns wenigstens schon aus. Ich vergesse immer zu bremsen mit Q. Wer kommt denn auf die Idee, mit Q zu bremsen? Klar, man kann auch mit S bremsen, aber dann wird die Geschwindigkeit nicht runtergefahren. Wenn du die, oder bleibt nicht runtergefahren, wenn die Taste wieder loslässt. Wir müssen uns ein bisschen reparieren lassen. Kommen wir nicht drum rum. Wie viel kosten eigentlich das Mastodon? 43.000. Was machten die besser? Mehr Broadside Ports. Mehr Turrets. Achso, das wird ja immer grün angezeigt. Also es ist einfach ein bisschen besser. Müssen wir mal gucken. Da sparen wir jetzt mal drauf hin. Warte mal. Ups, das wollte ich nicht. Eventuell, wenn wir jetzt den ganzen Scheiß verkaufen, den wir noch übrig haben. Also die Data Cubes wollte ich hier auf jeden Fall verhökern. Hat sich auch rentiert. Dann das hier verhökern wir. Die Roboter. Ja,
Preis ist nicht ganz scheiße. 1670 kriegen wir für Munition. Ach komm, das verkaufen wir, das verkaufen wir. Hier kriegen wir 200 weniger als im Markt. Oder? Moment, ich bin gerade verwirrt. Ach, hier, guck mal, hier steht's vor so und so vielen Tagen war der Preis an so und der Station so und so hoch. Aber will ich jetzt wirklich nochmal irgendwo anders hinfliegen, um den Mist zu verkaufen? Nee, eigentlich nicht, ganz ehrlich. Ich will mir jetzt ein neues Schiff kaufen. Das können wir uns nämlich jetzt leisten. Geil. Kaufen. Neues Schiff. Perfekt. Und wir können... Achso, wir haben jetzt sogar zwei Schiffe. Wir könnten das andere jetzt sogar noch eintauschen. Aber will ich das denn? Will ich das andere Schiff eintauschen? Prinzipiell spricht ja nichts dagegen, ne? Alter, die haben... Das Ding ist schon gut was ausgestattet. Oder wurde das jetzt einfach umgebaut? Auf mein Schiff. Bin gerade verwirrt. Warte mal, ich muss mal kurz in den Shipyard. Also, das habe ich... Hä? Also ich fliege jetzt das und da ist jetzt auch genau das eingebaut, was ich die ganze Zeit schon hatte. Okay, dann kann ich mein Schiff eigentlich auch eintraden. Dann kann ich mir direkt ein bisschen bessere Ausrüstung kaufen. Shipyard. Credit. Verkaufen. Nein! Ach, so ist das gemeint. Ah, okay. Jetzt verstehe ich. Ich kann dann einfach zwischendurch wechseln, weil die Schiffe ja einen gewissen Wert haben. Ja, ja. Gut, dann, warte mal, ich will noch kurz gucken, für 5000 kann ich mir irgendwelches Equipment noch zulegen. Ich habe nämlich noch einen freien Turret. Die Flak-Turrets finde ich blöd, die baue ich gleich wieder aus. Dann werde ich wohl normalen Pulse-Turret einbauen. Habe ich nämlich noch auf Lager. Und das Flak-Turret kommt weg. Kommt auch nochmal ein Pulse-Turret rein. Und Flak Cannons. Die lassen wir mal drin, vorsichtshalber. Passt. Jetzt, was können wir hier eventuell noch kaufen? Ne, das ist zu teuer. Zu teuer. Aber was ist ein Rebound Deflector? Das hört sich doch gar nicht so schlecht an. Warum habe ich denn davon eins? Ich weiß nicht warum, aber ich habe eins davon. Baue ich ein. Ich könnte jetzt den ganzen alten Mist könnte ich natürlich noch verkaufen. Was haben wir hier? Ein Cargo Hold Erweiterung. Bringt mir momentan nichts. Jump Drive. Damit kann ich in andere Systeme springen. Fault Tracker. Ne, ich hätte gern irgendwie noch einen besseren Scanner irgendwie fürs Mining. Ah, gibt's aber hier nicht. Ich weiß nicht, ob es das dann überhaupt nirgends gibt. Tractor Beam habe ich schon eingebaut. Boah, hab eigentlich alles, was man so braucht, ne? Ja, dann mache ich mich hier tatsächlich mal kurz noch ans Missionsboard und gucke, ob es hier noch was Schönes Neues gibt. Wir sollen jemanden retten. Warte mal, das ist very low. Ne, das hier. Durchschnittliches Risiko, das nehme ich jetzt mal an. Wir haben jetzt ja ein neues, tolles Schiff. Das nehmen wir mal an. Und Distress Signals Average nehmen wir auch mal an. Passt, das sollte erstmal langen. Also, wir haben ein neues Schiff. Das wollen wir jetzt ausprobieren. Und welche Mission nehmen wir dafür? Nehmen wir erstmal die einfache. Ich freue mich ja schon.
dass wir gleich unser Schiff benutzen können. Das ist nicht so hübsch, finde ich, aber soll ja auch keinen Schönheitswettbewerb gewinnen, sondern soll funktionieren und kämpfen. Was ein Kriegsschiff halt so macht, ne? Komm, wir fliegen mal dahin. Wir helfen jemanden. Feuer! Ich brauche dann halt nur noch bald eine neue Broadside Cannon. Wie gesagt, die hier finde ich nicht so prickelnd. So, die haben wir. Lebende Organe. Lecker. So, die kleinen Schiffchen können uns mal gestohlen bleiben. Wir kümmern uns... Ah ne, es sind alles nur noch kleine Schiffchen. Hallöchen. Kann ich euch treffen oder seid ihr zu klein? Ja, das funktioniert. Warum schießt denn keiner auf den da? So, weg ist er. Und die zwei Bomber noch. Meine Turrets treffen die nicht so richtig. So. Problem gelöst. Trader gerettet. Kann man sich mit dem unterhalten? Ich habe dir gerade den Arsch gerettet, mein Freund. Ich hätte da gerne ein bisschen Geld dafür. Kann man das arrangieren? Care to do business? Anything I can do to lend a hand? Drop your cargo or suck void, buddy. Achso, man kann denen sogar hier noch ein bisschen Arbeit nehmen. Yeah, we can do business. What do you have in mind? Ach, ich kann dem sogar diese Lebendorgane vertickern. Sell one unit of life organs for so und so viel. Krass. Das ist natürlich geil. Jetzt weiß ich, wo ich meinen Scheiß verkaufen kann. Und der verrät uns gerade, dass wir in Haftalon Munition für wenig Geld kaufen können. Vielleicht sollten wir da mal vorbeischauen. Guck mal, kann ich den... Ne, schade. Gut, dann würde ich sagen, testen wir das doch. Haftalon. Wo ist das? Keine Ahnung. Siegecraft? Ne. Hä? Wie finde ich jetzt diese Station? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, wie ich diese Station finden soll. Bin verwirrt. Ach, guck mal, die kann man sich sogar angucken, die Sachen. Keine Ahnung. Connection to Horus System. Da ist ein Jump Gate. Na gut, scheiß drauf. Wir machen erstmal unsere Mission fertig. Das ist mir jetzt gerade ein bisschen wichtiger. Als irgendwelche Munition zu verkaufen und dann zu kaufen und dann wieder zu verkaufen. Warum kann ich denn bei dem Schiff eigentlich nicht rauszoomen? Oder geht das generell nicht? Und das andere war einfach nur viel kleiner. Ich glaube, das war tatsächlich einfach nur viel niedriger, das andere Schiff. Das hier ist ziemlich hoch. Hat schon fast so ein bisschen was von einem Sternzerstörer, aber ist natürlich winzig im Vergleich zu einem Sternzerstörer. Aber so die Form, so ein bisschen keilförmig ist es ja, ne? So. Da sind sie, die Banditen. Schluckt ordentlich... Laser. Ne, ich lasse mich dann nicht mehr von euch fertig machen mit euren blöden Missiles. Aber da könnte ich eigentlich mal die Flakkanone ausprobieren. Die sollen ja irgendwie die Missiles, keine Ahnung, ob die kaputt machen oder ob die ablenken, ich weiß es nicht. Ach scheiße, die habe ich ja ausgebaut, oder? Ne, habe ich nicht. Warum hat das eben nicht funktioniert? So, das Problem wäre wohl gegessen. Wir haben unser Geld verdient.
Und er hat sogar noch ein bisschen Ladung fallen lassen. Gibt's hier noch was zu tun? Ich versuche mal ein bisschen Zeug zu meinen. Quietsch, anhalten. Alter! Was zur Hölle? Was ist da gerade in mich reingetingelt? Ich hoffe nur ein bisschen Schrott. So, wir meinen mal kurz. Ich will mal schauen, ob ich hier irgendwas rausbekomme aus dem Zeug. Scheint aber erstmal nicht so. Doch, metallisches Erz. Ah, das ist immer so nervig, wenn die Sachen zu weit oben fliegen. Ach du Scheiße, das sind ja Minen. Jetzt weiß ich auch, was mich da erwischt hat. Hier sind überall Minen. Das ist aber nicht so cool. Okay, da muss ich mich jetzt ein bisschen auf mein Deflektorschild verlassen. Die kommen ja immer näher da. Warum machen die das? So, noch mehr metallisches Erz. Ich glaube, jetzt kommen erstmal keine mehr, wenn ich mir das so richtig anschaue. Das war nix. Aber, ouch. Ich versuche nochmal an die größeren Brocken da zu kommen. Da kommen gleich wieder ein paar von den Minen angetingelt. Boah, das ist ja sau nervig mit den Minen. Ich hoffe, dass es nicht in allen ertragreichen Abbaugebieten so, dass da überall Minen sind. Ich kann die aber auch nicht abschießen. Wo ist denn das Kackding da? Oh mein Gott, direkt hinter mir. Was ist ja blöd. Naja, gut. Aber immerhin, wir haben ein bisschen Geld verdient. Wir haben sogar ein bisschen Erz gesammelt. Jetzt will ich nur noch mal kurz gucken. Kann ich jetzt schon sehen, wie viel ich da vielleicht später für bekommen kann? Wäre sehr praktisch zu wissen, wenn man das direkt quasi am Bordcomputer sehen könnte. Komm schon. Warum kommt da nichts mehr raus? Habe ich alle Guten schon abgegrast oder was? Scheint fast so. So. Kurz gucken. Kann man das jetzt hier schon sehen? Jep, kann man sehen. Aber das Zeug ist komplett wertlos. Naja, egal. Ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Tschüssi.